Auch der heutige Tag ist zumindest mal kein schlechter. Aktuell der DAX immer noch recht gut auf dem Weg nach oben unterwegs. Na, wollen wir mal gucken. Auf Tagesbasis, da sieht man das natürlich deutlich. Der heutige Tag sehr schön, wie er sich präsentiert. Also weiterhin nach oben. Wir sehen, die letzten Tage sind, sind wirklich zügig nach oben gegangen. Wir sehen das hier Intraday. Das Ganze scheint sehr, sehr stabil zu sein. Trotzdem nicht in Panik geraten, wenn der Kurs auch mal runterkommt. Es darf auch jederzeit mal eine Korrektur geben. Im Gegenteil, die Böte uns ja neue Einstiege. Ihr kennt das Prinzip. Ich erzähle euch hier jeden Tag hier fast immer das gleiche. Ja, gut, so ist es beim Traden. Es ist wie Radfahren. Immer links, rechts, links, rechts, hoch, runter, hoch, runter. Man muss nur wissen, an welcher Stelle man wo drücken und wo treten muss. Dann weiß man was als nächstes oder wie man als nächstes idealerweise sein Handeln synchronisiert. Also rechnet damit, dass man Rücksetzer kommt, solange der nicht steil und wackelig hoch ist, dann wieder steil runter, wackelig hoch ist, ist die Welt in Ordnung. Das würde natürlich die Abwärtsseite dann favorisieren. Das geht im Kleinen übrigens auch. Ja, also es kann natürlich auch sowas sein. Das kann man wunderbar so handeln. Das per se wäre dann wieder ein klassisches ABC hier runter und hätte hier den Trigger für die Aufwärtsseite. Also kurzer Zwischentrigger für die Shortseite. Trigger hier für die Long-Seite wieder. Ihr seht, also man muss sich gar nicht so ewig lang festlegen immer. Ah, bis du Long oder Short? Kommt ja darauf an, welches Zeitfenster man handeln will. Und äh, entscheidend ist nur, dass man unterscheiden kann, welches ist die starke und welches die schwache Seite. Im Moment ermüdet der DAX so ein bisschen. Es geht ja eh beim DAX auf dem Feierabend zu, deshalb wechseln wir mal schnell auf den amerikanischen Markt. Für den gelten natürlich die gleichen Regeln, die wir gerade angesprochen haben, auch. Wir sehen das hier vorne ja im Kleinen, wir sehen das hier, wir sehen das ja auch im ganz großen Bild. Also das ist alles nichts äh, Entschuldigung, nichts Neues, nichts äh, Außergewöhnliches. Die Erwartungshaltung ist und bleibt also, dass der Markt weiter hinten nach oben strebt. Beste Voraussetzung hat, dass der Kurs äh, im bullischen Umfeld bleibt. Erst wenn er diese Schubbewegung nach unten macht, wackelig nach oben, dann würde ich auf jeden Fall die Alarmglocken blasen. Ich weiß nicht, wie ihr eure Glocken anschlagt, aber Blasen ist sicherlich nicht der richtige. Ins, in, ins äh, ähm, die Alarmglocken. Trompeten oder die Posaunen oder wie auch immer anblasen hier von wegen es geht dann in die falsche Richtung weiter, aber im Moment ist das eben noch nicht zu sehen und insofern alles noch bullisch. Gleiches gilt für die Amerikaner im S&P 500, Nasdaq hat jetzt so ein bisschen Rücksetzer, vielleicht für die Intraday Freunde nachher noch mal spannend, falls der Markt wirklich sowas hier mal macht, aber denkt immer dran, so ein kleiner Rücksetzer am Ende ist das die Korrespondenz zu einer 1, 2, ich sag mal langen 3, 4, 5. Insgesamt immer noch völlig in Ordnung, die Aufwärtsrichtung. Man muss nicht jetzt gerade long gehen, wenn er so nach unten fällt. Vielleicht. Dann lieber in einen anderen Markt nehmen oder eben abwarten, bis wir dann entsprechend dann den Trigger kriegen, um dann da nochmal mit aufzuspringen. Das wäre so die Idee. Also denkt dran, wackelig oder dreiwellig, das ist so dieses Grundprinzip. Wenn ihr das seht, dann müsst ihr Trigger suchen und dann habt ihr eine Idee, in welche Richtung das Ganze geht und idealerweise noch weit genug, dass ihr ein bisschen Spaß da habt an den Märkten. Viel länger muss man es aktuell gar nicht machen, also es gibt gar nicht so arg viel mehr darüber zu erzählen. Deshalb vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, ein Blick auf das Erdöl. Machen wir das auch noch gerade hier in ein Video rein. Erdöl ist jetzt da, wo wir ihn eigentlich hinhaben wollten. Ich mache mal diese blauen Dinger hin. Also hinhaben wollen. Der Markt reagiert nicht auf das, was wir wollen. Aber was eben dieses Typische ist, nämlich das, was wir vorne haben, dann eben diese Korrektur und dann diese Fortsetzung nach oben nochmal. Und jetzt wird es nämlich tatsächlich spannend, ob der Markt jetzt in diesem Bereich hier wirklich den Schwung. Behält und sich weiter nach oben fortsetzt, das ist denkbar dass der Markt jetzt sowas macht und dann eben entsprechend weitergeht. Aber die Entscheidung ist hier aufgrund des Clusters. Was ist das für ein Cluster? Das sind die Retracements auf diesen Rücksetzer beispielsweise. Das ist die 1 zu 1 Projektion dieser Geschichte. Die Projektion mache ich hier mal gelb hier. Dieses hier genauso lang noch mal da, das ist diese Marke. Die rote Marke ist die Retracements Marke, in dem Fall die 618er beispielsweise. Die blaue ist die Extension. Extension über diese Gegenbewegung beispielsweise. Das muss man jetzt nicht als ähm, perfekten Wendepunkt akzeptieren, aber es ist zumindest mal jetzt die Frage: Schafft das oder schafft das nicht? Für die etwas größer Denkenden, wir denken dran: Wir sind immer noch in der Möglichkeit, dass so ein Bild kommt. Ja, also sprich, dass wir jetzt ein bisschen oder deutlich früher als ich hier jetzt gezeichnet habe, das ist jetzt nicht zwingend zeitlich maßstabgerecht, wobei ich es ganz gerne mag, wenn es ein bisschen länger dauert hier, denn zu kurz sollen die Korrekturen ja hier auch nicht sein an der Stelle. Deshalb ein bisschen mehr Zeitablauf wäre hier gar nicht so schlecht. Trotz alledem, was wir hier haben, ist im Prinzip aktuell schon so eine ABC hier. Zack, ABC. Und jetzt das Ganze nochmal, also sprich, dass wir dieses Ding hier nochmal nach unten bekommen, ist nicht so arg abwegig. Also jetzt wird das entschieden. Wer aggressiv sein will, wer wirklich am Anfang mit dabei sein will, kann jetzt hier überlegen: Okay, ich überlege mir jetzt ernsthaft eine Short-Position einzugehen. Stoppe möglicherweise dann hier bei 81 oder sowas in der Richtung, mit der Zielerwartung, dass wir hier unten nochmal hinkommen, also Richtung 60, vielleicht sogar noch tiefer. Also man hätte dann ein CRV von 4 im Risiko oder 5 von mir aus im Risiko, so ganz grob gesprochen, und nach unten hin wären es dann 15, also 3 zu 1 oder besser, sogar als CRV als Möglichkeit. Eine Alternative ist, man wartet, Man soll er doch erstmal beweisen, dass er so runtergeht, auf den Trigger dieser Marke. Das CRV ist dann nicht mehr ganz so schön aufgrund dieser Größe dieser Bewegung dieser Tiefe dieser Marke hier, aber ebenfalls zumindest mal richtungsweisend oder man guckt dann wieder auf der kleineren Ebene, ob er das hier entsprechend macht. Für mich ist es eigentlich nicht so das klassische Bild, dass ich an so einer Marke einfach pauschal mal short gehe im Sinne von da liegen Linien, da dreht er. Das mag ich immer lieber, dass der Markt das erstmal zeigt, also für mich ist es dann Schub nach unten, wackelig nach oben beispielsweise, aber hier wird jetzt drauf geguckt, da solltet ihr das im Hinterkopf haben dass der Kurs locker erstmal drehen kann. Soweit erstmal das Video hier jetzt zum Erdöl und den Indizes. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.